Dietrich da und keine Sau weiß, wo er herkam. Es gibt seit ein paar Wochen mit steigendem Erfolg in diesem unserem Lande Lotto Otto. Otto, was muss man alles wissen über dich? Man muss wissen, ich bin Bauer, komme aus Braunschweig und dann kann ich ein bisschen singen. Und du singst das seriöse Fach, das Operettenfach, die Oper, oder? Also, weißt du, ich bin vor nix bange, Carlo, aber am liebsten ist mich Hitparade. Hitparade! Hit. Also, karriereorientiert, der ja, Junge. Ja, also, das weißt du mir, die Landwirtschaft läuft ja nicht mehr, seitdem da jeder rummangen tut. Nun hast du ja etwas vollbracht, Otto, und wir sind sehr tapfer und kommen da auch durch, denn es gibt endlich einmal von Lotto Otto eine Platte, die werden wir uns gleich am Ende dieses kleinen Talks hier im Musikladen Deutsch anhören, und ist ein witziges Ding. Aber jetzt muss ich dir mal ein Riesenkompliment machen. Du stehst ja nicht nur auf der Bühne und trägst diese elegant geformten Klamotten, die einen dynamischen Körper bedecken, auf. Ich danke dir. Sondern du hast ja auch das große Talent, lieber Lotto Otto, dass du in die in die Figuren anderer Menschen schlüpfen kannst. Ja, das ist mich angeboren, Carlo. Was würde denn jetzt zum Beispiel ein Mann sagen, den du persönlich kennst, den du sehr verehrst? Jürgen von Manger, wie würde dir so eine Botschaft weitergeben? Wissen Sie, das ist eine schwierige Frage. Im Grunde genommen könnte man jetzt am Anfang fragen, Sie und ich, was hätten wir jetzt in diesem Augenblick gerne hier an Ball? Also zum Beispiel so einen guten kleinen Schluck, ne? Oder zum Beispiel auch ein bisschen was fürs Herz, ne? Also ja, das ist, Jürgen, mit der Schluckerei sind wir bei Radio Bremen vorsichtig, aber fürs Herz haben wir ja den Hund, das treue Tier. Ja, also das aber, lieben Hund, du kannst aber stolz sein auf dein Herrchen, du, das muss ich dir aber sagen. Mach den Hund nicht an. Die Hunde ist sensibel, ja, das Herrchen. Weg von Jürgen von Manger, lieber Lotto Otto. Wenn du nicht gerade auf der Bühne rumstehst, hast du dir in langen, mühevollen Nachtsitzungen angeeignet, zum Beispiel auch den Ehrenvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Willy Brandt. Auf der Schiene jetzt? Ja, auf der Schiene. Was würde jetzt Willy sagen? Jetzt. Vielleicht einige Bemerkung zum Musikladen Deutsch. Jetzt wird's interessant. Musikladen Deutsch, Willy Brandt. Da muss ich jetzt einen Weg finden. Ja, es muss ja eine Musikladen Deutsch sein. Es kann ja auch. Liebe, wir haben noch was neben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mal drüber reden. Ich habe in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das mal gut rüberkommt und die Worte von wir unterstreichen. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht und es mir gelungen, hier und heute eine gewisse Partnerschaft einzugehen. Gib mal Küsschen. Das ist ein Kampf für uns, sieh dir vor. Willy, toll. Lotto, und wenn wir schon gerade dabei sind, dann darf einer nicht fehlen, der ja um Eck hier wohnt, bei Radio Bremen, der von uns allen wirklich geknuddelte Rudi Carrell, der fliegende Holländer. Was würde denn, Platz, Pluto, was würde denn Rudi jetzt zu diesem Tier einfallen? Also, für mich ist das eine wunderbare Sache, eine Mischung zwischen deutscher Musik und eine Mischung zwischen einer Tiershow. Und ich glaube, das ist einmalig in Deutschland und vor allem in dieser Sendung ist darum so groß in der Einschaltquote, weil immer dieses wunderschöne Tier hier mit dabei ist. Und die Tierfreunde freuen sich jedes Mal nicht nur auf die deutsche Schlager, sondern auch auf die, wie heißt der Hund? Debbie. den wunderschönen Hund Debbie. Und ich glaube, es ist etwas Besonderes dran. Gottverdammt, ich nehme Rudi. Zurück zu Du sag mal, Carlo, ich habe dich ja was mitgebracht. Guck mal, hier habe ich dir was mitgebracht. Willst du das mal vortesten? Vortesten? Da muss was zu essen drin sein. Ja, also das ist eine original Braunschweiger Mettwurst. Ja. Kann ich dich die mal rübergehen? So könnt ihr euch heute Abend teilen. Ne? Guck mal hier. Könnt ihr euch heute Abend teilen? Bauchrehe? Ja, unsere Mama hat heute Morgen 4 Stunden dran gesessen, das einzufüllen. Ich hoffe, das. Warte, du möchtest jetzt bitte, darum bitten wir dich, deine erste Platte. Meine erste Platte und vor allen Dingen die schönste, die ich je gemacht habe, Carlo. Ja, und das Schönere ist ja noch, dass du Premiere hast bei uns im Musikladen Deutsch. Ja. Also wenn du bitte jetzt in die Kamera guckst, unserem Uwe, und Lotto Otto einmal geflissentlich ansagst. Ja. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und was Sie jetzt hören tun, werden Sie Ihr ganzen Leben lang nicht vergessen. Jetzt kommt er.
Lotto Otto hier ins Studio zum ersten Mal in Deutschland. Einen großen Durchbruch. Gib mir deine Hand. Dankeschön an Carlo. Jetzt kommt der große Durchbruch. Lotto Otto und dann laufen Sie mal schön los und dann, Sie wissen schon, ne? Das war dick genug. Ja? Lotto Otto ja, mit Lotto Otto. Dann fangen wir an jetzt. Lotto Otto spielt das Team, siebter Sinn. Denkt irgendwann haut's bei ihm auch mal hin. 20 Jahre zahlt der Gute schon ein. Lotto Otto vertraut auf den Schein. Nur Fortuna hält sich meist sehr zurück. Knapp daneben, neues Spiel, neues Glück. Lotto Otto weiß bestimmt, dass er beim nächsten Mal gewinnt, wenn das Millionenspiel beginnt. Lotto Otto, unser Otto hat den super Tipp erwischt. Alle Kugeln waren heut für seinen Schein gemischt. Lotto Otto ist der Mann des Tages, jubelt Tirili und seine Bank. Seine Bank ist nett wie nie. Sechs aus 49 kreuzt Otto an. Jeden Samstag zittert er so schnell er kann. Das Wort zum Sonntag macht den Kopf dann wieder klar. Doch schon am Mittwoch sitzt er wieder da. Nur Fortuna hält sich meist sehr zurück. Knapp daneben, neues Spiel, neues Glück. Lotto Otto ist der Mann, der den Jackpot knacken kann. Doch nur die Glücksfee weiß auch wann. Lotto Otto, unser Otto hat den super Tipp erwischt. Alle Kugeln waren heut für seinen Schein gemischt. Lotto Otto ist der Mann des Tages, jubelt Tirili und seine Bank. Seine Bank ist nett wie nie. Lotto Otto, unser Otto hat den super Tipp erwischt. Alle Kugeln waren heut für seinen Schein gemischt. Lotto Otto ist der Mann des Tages, jubelt Tirili und seine Bank. Seine Bank ist nett wie nie. Lotto Otto, unser Otto hat den super Tipp erwischt. Alle Kugeln waren heut für seinen Schein gemischt. Lotto Otto ist der Mann des Tages, jubelt Tirili und seine Bank. Seine Bank ist nett wie nie. Lotto Otto, unser Otto hat den super Tipp erwischt. Alle Kugeln waren heut für seinen Schein gemischt. Lotto Otto ist der Mann des Tages, jubelt Tirili und seine Bank. Seine Bank ist nett wie nie. Wie komme ich jetzt von Lotto Otto auf...